Ein Gespenst geht um in MacPom. Das Gespenst des Internet-Täters. Der Innenminister Lorenz Kaffier und der Direktor der Landeskriminalpolizei Ingolf Mager gaben dies in der Landespressekonferenz bekannt. Diebstahlsdelikte, Mord, Körperverletzung. Überall waren 2012 sinkende Fallzahlen zu verzeichnen. Nur im World Wide Web wurde die Situation deutlich schlimmer. Die Steigerung betrug erschütternde 16,6%. Je schneller die DSL-Leitung, desto länger die Finger der Täter. Wenn ich mein Haus verlasse, schließe ich das Haus ja auch zu und lasse nicht die Tür offen und einen Schlüssel dran stecken und wundere mich hinterher, dass Einbrecher da war. Gleiches gilt in etwa fürs Internet. Daran müssen wir arbeiten. Das wird auch eine Aufgabe. Da muss man die Bevölkerung noch mehr sensibilisieren. Fast jeder von uns surft, googelt und twittert. Dementsprechend wächst auch die unsichtbare Armee der Interneträuber. Die bösen Hacker mit ihren digitalen Banküberfällen und den Angriffen auf das Pentagon sind aber die wenigsten davon. Der durchschnittliche Internettäter agiert dort, wo am häufigsten geklickt wird. Doch was wissen wir von ihm überhaupt? Welche Arten der Internetkriminalität sind dem einfachen User bekannt? Böse. Mobbing. Datenklau oder so. Amazon-Bestellungen, die nie ankommen, mit dreimal Nachfragen. Ja, das geht über Kinderpornos, ganz klar auch. Wenn man Kreditkarten und sowas von anderen benutzt. Schwierig. Betrug und Ausspionieren persönlicher Daten, Phishing und Internetkriminalität natürlich im globalen Maßstab, also diese ganze Cyberwar-Geschichte. Wie soll man sich davor schützen? Die von der Polizei empfohlene Methode ist simpel. Wachsam bleiben. Sogar bei dem geringsten Verdacht macht es Sinn, sofort die Beamten einzuschalten. Doch nicht wie gewohnt per Telefon. Das Landeskriminalamt hat dafür eine spezielle Website eingerichtet. www.netzverweis.de. Ein Klick genügt, um die verdächtige Seite dort zu melden. Die Experten prüfen den Verdacht und beginnen, wenn nötig, umgehend mit den Ermittlungen. Davon abgesehen wünscht sich Innenminister Lorenz Kaffier mehr Mitwirkung auf der Bundesebene. Ich habe insbesondere den Wunsch, dass wir relativ zügig im Bereich der Datenspeicherung, jetzt mal Vorratsdatenspeicherung, den schon seit langem in Aussicht gestellten Gesetzentwurf erhalten, weil der einfach Grundlage dafür ist, dass wir Straftäter im Internetbereich beispielsweise nachhaltig auch verfolgen können. Ich glaube, die Erwartungshaltung haben alle und es wäre ein Wunsch an die Bundesregierung. Fakt ist, die meisten Interneträuber bleiben nach wie vor auf freiem Fuß. Wer also sicher surfen will, muss für die eigene Sicherheit selber sorgen. Auf netzverweis.de gibt es dafür ausreichend Profi-Tipps.